Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich Thilo Jung auf der Bundespressekonferenz demaskiert hat. Auf der Pressekonferenz anwesend waren die Spitzen-AfD-Vertreter. Das war Martin Reichardt, das ist der Landesvorsitzende. Er ist mir auch schon aufgefallen durch gute Reden, die ich auch schon mal gepostet habe, weil ich sie sehr bewegend fand, auch zum Thema Meinungsfreiheit. Tino Chrupalla und Oliver Kirchner, der Spitzenkandidat. Es geht also auf der Pressekonferenz erst um die Wahl, ob das Ergebnis gut war, wie sich die Leute geäußert haben. Und dann kommt Thilo Jung. Und er hat eine Frage gestellt, bei der ich erstmal etwas nachdenken musste, was eigentlich jetzt der konkrete Sinn ist. Die AfD-Vertreter haben dann zum Glück aus meiner Sicht sehr gut reagiert und haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie hätten noch etwas mehr machen können, aber dazu später. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt. Dann eine Frage online von Herrn Guggemoos, an Herrn Chrupalla. Was sagen Sie den 42% Ihrer Wähler in Sachsen-Anhalt, die finden, dass sich Ihre Partei nicht genug von rechtsextremistischen Positionen distanziert? Das würde ich erstmal fragen, wie er dazu kommt. Und wir distanzieren uns von allen rechtsextremistischen Tendenzen, die es geben sollte. Wir sind klar gegen Extremismus. Ich kann hier nur unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Gauland zitieren. Und das ist für mich auch die rote Linie in unserer Partei. Wer ein Problem mit dem Grundgesetz hat in unserer Partei, der gehört nicht zu unserer Partei. Also von daher ist damit alles gesagt. Herr Jung. Herr Schließt ganz gut an, weil Ihr Landesverband in Sachsen-Anhalt, Herr Chrupalla, ist ja offen rechtsextrem. Neben Ihnen sitzen Rechtsextremisten. Warum distanzieren Sie sich dann nicht von Herrn Kirchner, der die Corona-Pandemie als schwere Grippewelle verharmlost? Herr Reichardt hat gerade von der Förderung von Familien geredet. Da geht es aber auch laut Ihrem Wahlprogramm und Ihrem Parteiprogramm um deutsche Eltern, die ein Begrüßungsgeld bekommen sollen, wenn Neugeborene kommen, nicht ausländische Eltern. Und ist dieser offen rechtsextremistische Kurs Ihres Landesverbandes Vorbild für die Bundestagswahl? Ich kann Ihnen das gerne an Herrn Kirchner weitergeben, weil ich distanziere mich nur von Aussagen, die ich selbst tätige und für die ich selbst Verantwortung trage. Und Herr Kirchner ist Landesvorsitzender, Sie haben ihn gerade als Rechtsextremisten hier bezeichnet. Ich denke, er kann da Ihnen gerne Auskunft geben. Das kann ich gerne tun. Ich meine, wenn ein offen linksextremer Journalist mich rechtsextremer nennt, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das wäre ja so, als wenn mir Erich Mielke in der DDR die Demokratie hätte erklären wollen. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, wo ich rechtsextrem bin. Wenn mir der Verfassungsschutz vorwirft, rechtsextrem zu sein, weil ich in einer Landtagsdebatte zum Ministerpräsidenten sage, Herr Ministerpräsident, ich lasse nicht kampflos zu, dass Sie die Zukunft meiner Kinder planen, das bestimme ich schon gerne selbst. Wenn das für Sie als Journalist ausreicht, dass jemand rechtsextrem ist, dann nehme ich das zur Kenntnis, kann da aber wirklich nur lachen und schmunzeln darüber. Dann die Frage war ja, ob Sie diesen offen rechtsextremistischen Kurs, ist es alles nachzulesen, warum Herr Kirchner als rechtsextrem gilt? Ja, den gibt es doch nicht, den Kurs. Den sehen Sie so, als linker Journalist. Diesen Kurs gibt es nicht und Sie wissen ganz genau, dass das Behauptungen einer Behörde sind, mit der wir im Rechtsstreit sind. Und diesen Rechtsstreit warten wir gemeinsam erstmal ab. Vielen Dank. Herr Reichardt? Ja, man muss doch mal ganz deutlich sagen, Sie arbeiten doch hier mit völlig aus dem Zusammenhang gerissenen und auch falschen Aussagen. Also erstens mal steht überhaupt nichts davon drin, dass das nur deutsche Kinder sein müssen und Ähnliches. Das steht nicht im Programm, das ist einfach falsch. Es steht dort ein deutsches Elternteil drin, das ist richtig. Dankeschön. Dazu stehen wir auch, ja, das hat doch aber nichts mit nur deutschen Eltern zu tun. Entschuldigung, das ist einfach unwahr. Sie haben hier schon mit einer unwahren Frage das Ganze eröffnet. Es geht hier gar nicht um nur deutsche Eltern. Wenn da ein Elternteil eben nicht aus Deutschland stammt, dann hat auch das Kind einen Migrationshintergrund und Ähnliches. Das ist also völlig falsch. Es ist genau die Art von Journalismus, die uns überall entgegenschlägt. Mit Halbwahrheiten arbeiten Sie. Und dann bringen Sie die Frage auf, Sie sagen, jemand ist Rechtsextremist, weil er die Corona-Maßnahmen anzweifelt. Da stelle ich mir schon die Frage, wo da überhaupt der Zusammenhang besteht. Ja. Das ist also eine Fragestellung, die ist, also ich sag mal, die ist ja schon intellektuell für jemanden, der das noch halbwegs klar durchblickt, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Also Sie sind offensichtlich ein ideologischer Journalist und versuchen hier unsere Partei
in eine extremistische Ecke zu schieben. Und das ist genau das, was leider viel zu oft passiert. Ich will Ihnen mal ganz ehrlich sagen, es muss mal endlich auch darüber gesprochen werden. Bei uns wird alles Mögliche in die rechtsextreme Ecke gestellt. Was fragen Sie denn eigentlich bei den Grünen nach den K-Grüpplern, die dort Ministerpräsident geworden sind? Was fragen Sie denn bei Herrn Trittin nach seiner politischen Grundgesinnung? Da sind Maoisten dabei in führenden Positionen. Die sind damals einem Mann hinterhergelaufen, der für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich ist. Hier wäre doch mal der kritische Journalismus in Deutschland gefragt. Der findet aber nicht statt. Stattdessen präsentiert man einen Baerbock-Hype und tut so, als wären die Grünen eine bürgerliche Partei. Zunächst stellt sich die Frage, was wollte Thilo Jung mit der Frage? Er ist scheinbar ein bisschen doof. Er hat das AfD-Programm nicht richtig zitiert und eigentlich bringt es doch gar nichts. Er sagt hier Rechtsextremismus und dann weisen die anderen es eben zurück. Was ist also der genaue Sinn? Es ist Psychoterror. Die Propaganda richtet sich nicht nur an den Bürger, sondern sie richtet sich auch direkt an die AfD-Vertreter selbst. Starkes Framing besteht aus permanenter Wiederholung von unterschiedlichen Leuten. Und sozusagen wird jeder, der das permanent hört, wird weichgeklopft. Diese Frage, es ist ja auffällig, der Begriff Rechtsextremismus wird dreimal erwähnt. Und auffällig ist auch die verschränkten Arme, die Entschlossenheit. Thilo Jung scheint nicht den geringsten Zweifel an seiner Frage zu haben, also dass das richtig ist, dass die AfD Rechtsextremismus ist. Er wiederholt es ganz oft und er schaut mit entschlossenem Blick und ist scheinbar zweifellos. Ein schönes Bild. Er steht also entschlossen da und möchte damit seine Überzeugung zum Ausdruck bringen. Egal, was die anderen sagen, er steht gefestigt da. Und sehr wahrscheinlich hat er sich das vorher schon so vorgenommen. Diese Pose, diese Entschlossenheit, weil es ist Framing. Und wenn er zeigt, er hat keinen Zweifel, dann sollen die AfD-Leute glauben, ja, er ist so entschlossen. Es sind alle so fest überzeugt, dann muss ja irgendwas dran sein. Die sagen es doch nicht einfach so. Jetzt kommen aber ein paar Punkte, wo sich Thilo Jung verrät. Martin Reichert weist ihn darauf hin, dass er das AfD-Programm falsch zitiert hat. Und wenn man auf Thilo Jungs Kanal geht, wenn man sieht, wie er Interviews führt, wie er vorbereitet ist, man kann sicher sein, dass diese Formulierung kein Zufall war. Martin Reichert listet das nun auf, er hält aber dennoch die Arme verschränkt. Was fragen Sie denn eigentlich bei den Grünen nach den K-Grüpplern, die dort Ministerpräsident geworden sind? Was fragen Sie denn bei Herrn Trittin nach seiner politischen Grundgesinnung? Da sind Maoisten dabei in führenden Positionen. Die sind damals einem Mann hinterhergelaufen, der für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich ist. Hier wäre doch mal der kritische Journalismus in Deutschland gefragt. Der findet aber nicht statt. Stattdessen präsentiert man einen Baerbock-Hype und tut so, als wären die Grünen eine bürgerliche Partei. So, jetzt lassen Sie mich kurz ein Wort sagen. Ich glaube, dass wir kein Deut weiterkommen, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig beschimpfen. Sie hier oben, nicht die Kolleginnen und Kollegen. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also hier wird ihm ein Fehler aufgelistet. Er ist aber vollkommen unbeeindruckt und hält die Arme verschränkt. Es listet ja auch Oliver Kirchner. Sie alle listen auf, warum die AfD jetzt nicht rechtsextrem ist oder weshalb es zumindest Zweifel geben müsste. Aber Thilo Jung steht da mit verschlossenen Armen und scheint keinen Zweifel zu haben. Dass er aus Versehen diese Formulierung gebraucht hat, mit dem, dass er rechtsextrem benutzt hat, anlässlich des Programms, das kann kein Zufall sein. Und um was geht es hier? Also er betreibt Framing. Und wir haben in Deutschland ja Meinungsfreiheit. Und das macht er sich zunutze. Das ist gut an, weil Ihr Landesverband in Sachsen-Anhalt, Herr Schrupalla, ist ja offen rechtsextrem. Neben Ihnen sitzen Rechtsextremisten. Warum distanzieren Sie sich dann nicht von Herrn Kirchner, der die Corona-Pandemie als schwere Grippewelle verharmlost? Herr Reichert hat gerade von der Förderung von Familien geredet. Da geht es aber auch laut Ihrem Wahlprogramm und Ihrem Parteiprogramm um deutsche Eltern, die ein Begrüßungsgeld bekommen sollen, wenn Neugeborene kommen, nicht ausländische Eltern. Und ist dieser offen rechtsextremistische Kurs Ihres Landesverbandes Vorbild für die Bundestagswahl? Er führt also irgendwas an, ist scheinbar unaufmerksam. Und das ist die Ausrede, damit er dieses Framing benutzen kann, damit er diesen Begriff rechtsextrem, damit er ihn benutzen kann.
Jetzt ist entscheidend, ob die AfDler, ob sie ihm auf den Leim gehen. Wenn sie jetzt sagen, das kam so ein bisschen rüber, das ist intellektuell nicht nachvollziehbar, dann unterstellen sie ihm so ein bisschen Dummheit. Und wenn sie ihm Dummheit unterstellen, dann hat er sein Ziel erreicht. Weil dann hat er ein Alibi. Dann hat er einen plausiblen Grund. Er hat halt seine Meinung, es ist halt eine dumme Meinung, aber es ist halt seine Meinung. Und das, wenn die AfD sozusagen jetzt, er ist jetzt ideologisiert oder irgend sowas in der Art, irgendwie ein bisschen verwirrt, die anderen Menschen sind halt ein bisschen anders, man schaut nicht rein, der eine hat die Meinung, der andere hat die andere Meinung und er hat eine etwas merkwürdige Meinung, eine dumme Meinung, dann hat er die perfekte Entschuldigung. Jetzt aber haben die AfDler die Riesenchance, weil diese Frage ist dokumentiert. Und hier lässt sich der Nachweis führen, dass das eben nicht sein kann, dass Thilo Jung so dumm ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil man sieht ja in anderen Interviews, er kann richtig recherchieren, er kann das alles. Und damit lässt sich jetzt der Nachweis führen, dass er Psychoterror absichtlich betreibt. Dass er Mobbing betreibt. Weil was erreicht er damit? Er benutzt ja diese Vokabel rechtsextrem. Und das hat die Wirkung, das ist unterbewusst so, dem kann man sich nicht entziehen. Je öfter man das hört von unterschiedlichen Leuten über einen großen Zeitraum, dann wird die Lüge zur Wahrheit. Man glaubt es einfach. Der logische Verstand schaltet sich aus mit der Zeit. Je öfter man das hört, desto mehr glaubt man dran. Und das weiß auch Thilo Jung. Das wissen diese ganzen Framing-Leute. Weil diese Art und Weise, wie er die Frage gestellt hat, das kann kein Zufall sein. Und jetzt kommt die riesige Chance für die AfD. Weil hier haben wir einen Beweis. Hier haben wir Beweismaterial gesammelt. Und jetzt kann man hier ihm nachweisen, dass er ein Extremist ist. Es ist hier nachweisbar die Absicht, dass er einen Entschuldigungsvorwand benutzt, um den Begriff rechtsextrem benutzen zu können. Und natürlich ist es auch so, er probiert Grenzen einzureißen. Er testet. Und er gewöhnt. Er gewöhnt die Leute daran, dass sie jetzt Rechtsextremismus das auch durchgehen lassen, dass es mit Corona, also diese sozusagen wird eine Verbindung geschaffen von Kritikern der Corona-Maßnahmen zu Adolf Hitler. Und es wird in den Medien gezielt dafür gesorgt, dass auch Rechtsextremen, dass es auch mit den Nazis weiter in Verbindung bleibt. Dass also die Leute denken, wenn sie jetzt Rechtsextremismus hören, dass es auch mit den Nationalsozialisten, dass es eine Verbindung bleibt. Da sorgen die Medien dafür. Und das weiß auch Thilo Jung ganz genau. Jedenfalls ist klar nachweisbar, dass in den Medien diese Vermischung stattfindet. Die AfD hat jetzt also diese Chance, das schön im Gedächtnis zu behalten und damit Thilo Jung in Zukunft öffentlich zu konfrontieren. Und das kann man, das ist jetzt exemplarisch Thilo Jung, aber man kann sich diese ganzen Fragen von den Journalisten, die kann man sich alle genau angucken, dann kann man den Nachweis führen, was diese Leute für eine Intention haben. Und damit geht man dann in die Diskussion und konfrontiert sie, stellt sie. Und wenn sie dann irgendwie ankommen mit, ja, du spinnst doch, du willst doch hier, ich esse doch dir die Meinungsfreiheit, das ist halt meine Meinung, dann kann man den Nachweis führen, dann führt man den Nachweis, dass das kein Zufall ist, dass das intelligente Leute sind, dass sie Journalisten sind, dass sie sorgfältig arbeiten können, dass das nicht irgendwie ein Zufall ist, dass man irgendwelche Dinge verwechselt, sondern dass das absichtlich benutzte Stilmittel sind. Dass das keine Dummheit ist, das ist ganz entscheidend. In dem Moment, wo man Dummheit ihnen unterstellt, oder dass sie irgendwie verwirrt sind, ideologisiert sind, irgendwas in der Art, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Dann ist man in die Falle getappt. Und jeder, der ihnen Dummheit unterstellt, der hilft ihnen. Weil diese Leute wissen natürlich ganz genau, das wissen auch die allermeisten Leute, wissen es auch eigentlich ganz genau, unterbewusst, wissen sie es irgendwie, dass die natürlich nicht dumm sind, weil das sieht man ja allein schon in ihren Berufen. Und es ist ja auch so, dass diejenigen, die sagen, die Linken sind dumm, sie sind in der Defensive. Wir verlieren unsere Jobs, nicht sie. Sie führen einen Propagandakrieg und wir sollen es gar nicht merken. Wir sollen sozusagen sterben und wir sollen nicht mal merken, wenn wir sterben, was eigentlich passiert ist. Und sie haben gewonnen, wir haben verloren. Die drei Statements sowohl von Oliver Kirchner, von Tino Kupala, als auch von Martin Reichert haben mir sehr gut gefallen. Also vor allen Dingen, wie Martin Reichert alles aufgelistet hat, was Thilo Jung gemacht hat. Das ist auch schon der erste Schritt, ihn zu stellen, indem er auflistet, ganz wichtig,
dass er auflistet, was Thilo Jung hier alles gemacht hat, wie er es verzerrt hat. Er hat ihm aber noch nicht die Absicht nachgewiesen. Das ist der entscheidende Punkt, dass er ihm hier noch die Absicht nachweist. Weil dann ist Thilo Jung vollkommen entblößt. Dann ist klar, dass er ein verbrecherisches Anliegen hat. Wenn ihm die Absicht nachgewiesen wird. Das ist das Entscheidende. Und das kann man aber auch plausibel dem Zuschauer darstellen. Das macht die AfD aber bis jetzt leider nicht. Und das müsste sie machen. Und dann kann sie in die Konfrontation gehen. Und dann kann sie den Nachweis führen vom Zuschauer, dass diese Medienvertreter nicht glaubwürdig sind, dass die ganzen Medien nicht glaubwürdig sind. Nur so kommt die AfD aus dieser Bredouille raus, aus dieser Situation. Solange die Leute die Medien für glaubwürdig halten, hassen sie die AfD, weil die Medien sie dementsprechend instruieren. Erst wenn den Medien die Glaubwürdigkeit entzogen ist, dann wirkt auch die Propaganda nicht mehr. Solange das die Mainstream-Medien sind, die Qualitätsmedien, geht das bergab in Deutschland. Haben diese Leute weiter freies Spiel und die Gerichte werden auf Dauer kippen und die Zukunft sieht düster aus. Deswegen muss sich was verändern in der Hinsicht. Die Medien müssen vor den Leuten unglaubwürdig gemacht werden. Und das geht nur durch die Konfrontation. Und wenn man in die Konfrontation geht, dann muss man beweisen, was man sagt. Man macht einen harten Vorwurf und dann muss man ihn aber beweisen können. Man kann dann noch vertrösten. Also man kann dann sagen, mir fällt es jetzt nicht ein gerade, aber ich habe den Beweis. Das ist natürlich eingeschränkt, geht das, weil dann kann man den Beweis sozusagen nachreichen. Aber man muss den Beweis zumindest im Kopf mal gehabt haben, ihn dokumentiert haben. Wenn das beherzigt wird, wenn die AfD das beherzigt, und es kam jetzt ja mit Beatrix von Storch, kam ja ein ganz gravierender Fall zutage mit Melanie Ammann, auch noch gerichtlich bestätigt, dass sie lügt. Und da ist ja ganz leicht nachweisbar, dass die Lüge, dass sie das absichtlich gemacht hat. Und sie ist ja Spiegel-Chefredakteurin. Wenn jetzt die AfD in die Offensive geht, in die Konfrontation geht, diese Journalisten angreift als unglaubwürdig, mit einem verbrecherischen Anliegen, so in die Konfrontation geht und das nachweist den Leuten, dann ist auch in wenigen Monaten ist noch eine Wende bis zur Bundestagswahl möglich. Aber leider wird es bis jetzt nicht gemacht. Hoffentlich ändert sich das. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.